Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Ich level gerade meine neueste Bärenerrungenschaft hoch. Eine Level 80 Bärendame. Hier, das ist der andere Level 40 Bär, den ich hier noch gesehen habe. Ist auch ein Weibchen. Aber ich würde sagen, ich zähle mir jetzt mal keine Weibchen mehr. Ich brauche jetzt mal Männchen. Ich baue jetzt auch mal hochlevelige Männchen. Das ist auch für die Zucht ist das auch besser. Ja. Wenn wir mal da ein bisschen mehr Männerzuwachs bekommen. Weil momentan, wie gesagt, der einzige hochlevelige Dire-Bären-Mann, den ich habe, ist halt der Brummer. Und der hat ja nicht so tolle Werte. Insofern müssen wir da echt mal was tun. Jetzt kommen hier die ganzen Viecher angeflogen, die ganzen Mücken und alles. Aber das levelt auch gut. Die Mücken leveln auch gut. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Fleisch reindrücken. Ganz schön viel Leben verloren schon. Dadurch, dass halt auch immer durch das Leveln kommt ja auch noch Leben dazu, das ja auch erstmal wieder aufgefüllt werden muss. Deswegen immer schön Fleisch nachfüttern. Ganz wichtig. Jo, wir brauchen noch Viecher zum Töten. Wo sind Viecher zum Töten? Da war ein Dilo. Ich will jetzt hier kein Kleingekrösel immer umbringen. Ich will jetzt hier mal was Großes töten. Ich will jetzt hier mal irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel ein Raptor, genau. Raptoren sind da auch was Feines. Die schmecken auch gut. Und bringen am Anfang auch ganz gut Erfahrungspunkte. Aber jetzt hier zum Beispiel mal so ein Sarko. Ah, eine Schlange! Schlangen sind auch super. Komm her. Los. Jawoll! Und da war gleich ein Level up. Sag ich doch, Schlangen sind echt super. Brauchen 3000 Leben auf diesem Bären. Ich will, dass jeder Bär in meiner Sammlung mindestens 3000 Lebenspunkte hat. Dann ist er für die Bärenarmee geeignet. Entweder von Natur aus gleich so viel oder hochgelevelt. Das ist eigentlich mir egal, wie sie es erreicht haben. Hauptsache, sie erreichen es. Jawohl, alle Mücken zu mir. Und noch mehr. Jawohl, das levelt. Kommt, alle zu mir, alle zu mir. Nicht schlecht. Und es gibt auch ordentlich Chitin. Guckt euch das mal an hier. Alter, wie viele da aber auch kommen, ne? Viele Mücken. So. Und noch eine. Das ist der Wahnsinn. Sämtliche Mücken auf der Insel sind gerade zu mir geflogen gekommen. Und da habe ich gleich noch ein Level up. Und da vorne ist ein Loot Drop. Und da Biber. Biber, Biber. Ein grauer Biber. Habe ich da einen grauen Biber gesehen? Ja, das ist ein grauer Biber. Das ist aber auch ein schönes Tier. Ein grauer Biber. Ein Albino Biber. Ein Albiber. Oh, Piranha. Stirb. Oh nein, noch einer. Geh tot! Du. Alter, wie sie mir am Popo beißen, das gibt's ja nicht. Stirb! Komm her! Raptor! Ah! Juhu! Und da kommen die Mücken. Die kommen auch gleich zu mir geflogen, die Mücken. Die werden nämlich immer neidisch, wenn ich in der Nähe irgendwas töte. Dann sind die immer neidisch auf mich. Und wollen mich auch töten. Weil ich ihnen das Essen klaue. Ist hier noch irgendwas Gefährliches? Kann ich mal schnell hier an den Loot-Drop ran? Das ist bestimmt eh wieder nur ein Blueprint für einen Kompass drin, aber egal. Journeyman Sabertooth-Sattel, ja. Total spannend, weil ich auch mit Sabertooth so viel mache. Also mit meinem Säbelzahn. Mit meinem Säbelzahn-Tiger, mit meiner Mia. Ja, mach ja so wahnsinnig viel. Stirb! So. Was haben wir hier noch? Haufen Dilos wieder, wie immer. Da drüben sind die Metrodon. Und ein Sarko. Da würde ich sagen, den starten wir doch gleich mal einen Besuch ab. Aber vorher muss ich erstmal hier wieder ein bisschen Fleisch essen. Und vor allem muss ich vorher auch mal ein paar Sachen rausschmeißen aus dem Inventar. Ich habe nämlich echt schon wieder viel zu viel drin. Die Samen können wir wegschmeißen. Hosen. Hier Primitive Pick, sowas brauche ich auch nicht. So einen sinnlosen Kram. Hier, die Stimberries brauchen wir auch nicht. Und eigentlich die Mecho-Berries und so, das brauchen wir eigentlich auch alles nicht. Eigentlich das Einzige, was ich wirklich aufheben muss, sind die Narco-Berries, weil die kann ich noch sinnvoll verwursten. Und die Fibers, die kann ich auch irgendwie noch verwursten. Hier, den ganzen Scheiß da, das kann man alles wegschmeißen. Weg damit. Und das Primate kann ich eigentlich auch wegschmeißen, weil das kann ich nicht verarbeiten so schnell. Das wird eh verrotten. Hier, das schmeißen wir jetzt mal alles weg.
Alles raus. Alles muss raus. Und den Stack, den verfüttere ich noch. Bam. So. Und jetzt hole ich mir da drüben das... Hä, wo sind sie denn jetzt? Sind sie weg? Wo sind sie jetzt hin? Da war doch ein Sarko gerade noch. Und die Metrodon auch. Ach, guck mal, die Metrodon ist unter Wasser. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das bringt nämlich auch Level, die Metrodons zu töten. Hä? Oh, ich dachte, das wäre ein Raptor gewesen. Krass. Das war ein Gallimimus. Aber wie schnell der ist. Was hat denn der für ein Level? Der ist ja richtig schnell. Warte, ich will gucken, was für ein Level du hast. Lauf nicht weg. Lass mich gucken, lass mich gucken, lass mich gucken, lass mich gucken. Du... Level 4? Und da ist der so schnell? Krass. Heftig. Heftig. Wartet mal, da hinten war noch ein Biberdamm. Da würde ich auch gerne nochmal einen Blick reinwerfen. Da drüben. Da will ich nochmal schnell einen Blick rein riskieren. Natürlich wird mich der Biber töten. Und der wird versuchen, mich zu töten. Wenn ich da reingucke. Sobald man die Biberdämme aufmacht, kommen die Biber und nehmen es einem übel. Erstmal hier den Piranha platt machen. Kann ich da hinlaufen? Ja, da kann ich noch laufen, ne? In dem Wasser hier kann ich noch stehen. Schnell gucken. Achtung. Ich will nur mal reingucken. Ganz schnell. Ich nehme die Zementing-Pad. Ha! Huh! Das war knapp. Das war gar kein Biber. Das war... Ha, der Biber kommt! Lauft! Rettet euch! Die Biber kommen! Oh. Ah, die Biber haben mit dem Sarko zu tun. Ich habe ja nur die Cementing Paste rausgenommen. Das ist das, was ich am dringendsten brauche immer. Eigentlich hätte ich alles rausnehmen müssen, weil jetzt spawnt nämlich der Damm nicht neu. Der bleibt jetzt da stehen. Mit dem ganzen Holz drinne. Das ist immer cooler, wenn man alles rausnimmt. Auch wenn man es nicht gebrauchen kann. Ah, ein Spino da vorne. Das ist gut, das ist gut. Den nehmen wir uns doch gleich mal vor. Was für ein Level hast denn du? Dadurch, dass dieser Bär hier noch nicht so hohe Werte bei Leben hat, muss ich immer ein bisschen gucken, mit was für Tieren ich mich anlege. Gerade bei den größeren. Weil so ein Level 100 Rex, nee. Das wäre jetzt vielleicht noch eine Idee zu gefährlich. Alter, ist das ein Koel? Guckt euch das mal an, das ist ja mal ein Riesenkoel. Ein Riese. Komm her, Spino, komm. Oh, Mecha-Piranha. Immer diese Mecha-Piranhas. Sterbt. 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 Jawohl. Da hinten sind Raptoren noch. Lol, der Raptor ist von Kompis getötet worden. Habt ihr das gesehen? Krass. Das gibt's ja nicht hier. Boah, das mit dem Leben dauert echt lange bei dem Bären hier. Das dauert richtig lange. So, erstmal die Kompis töten. Und den Raptor auch. Alle werden jetzt hier getötet. Level 116 Kombi. Ich finde es immer krass, wenn diese kleinen Tiere so riesige Level haben und dann auch so viel aushalten. Also irgendwie wahrscheinlich auch riesige Werte in Leben haben. Oh, diesen Koel, der ist so groß, da kann ich jetzt nicht widerstehen hier. Den muss ich jetzt auch töten. Level 64, 2,4-fach. Nicht schlecht. Schönes Tier. Das gönne ich mir. Ist da hinten ein Rex? Ja! Gucken wir doch mal, was für ein Level bist du? Level 16. Ja, Level 16 geht immer noch. Das kann man machen. Alles, was nicht so Level 70 bis 100 ist, das geht. Bei dem, mit dem Bären hier auch. Aber die Brontos sind gerade... Ah, komm, die Brontos. Mit den Brontos will ich mich... Ah, da drüben ist ein einzelner Rex. Mit den Brontos will ich mir jetzt nicht gerade anlegen. Was machen die Stegos denn da? Die haben auch irgendwas platt gemacht. Ach, die haben einen Rex getötet. Krass. Na toll. Jetzt geht der Rex zu den Stegos rüber. Na komm, da mischen wir mal mit jetzt. Und da ist noch ein Karno. Schön. Achtung. Jetzt geht's los. Jetzt geht die Action los. Hinein ins Getümmel. Alter, das ist ja der Wahnsinn hier. Das ist ja der Wahnsinn hier. Ich töte euch alle. Oh, ich habe ein Level ab. Wow! Da schnippst du weg. Heftigst. So. Leben leveln, immer Leben leveln. Karno, komm mal her. Du musst mich mal unterstützen. Bei meiner Dire-Bear-Level-Aktion. Bumm! Ha! Wie auf dem Stein liegt. Schön.
mir den Kopf aufs Steinchen gelegt hat. Ja, lauf weg, genau. Habe Angst vor mir. Du hast auch dein ganzes, du hast auch das volle Recht dazu, Angst vor mir zu haben. Du hast allen Grund dazu, wollte ich sagen. So rum. Schön. So, was haben wir hier? Dodos. Sind keine Gegner. Da verschwende ich gar keine Zeit drauf. Ah ja, Mücken. Mücken sind gute Gegner. Aber nicht einzeln. Die müssen schon auf mich losgehen. Sonst macht das keinen Spaß. Ja, genau so. Nur schön auf mich losgehen. Oh, ich bin ganz schön weit weg von zu Hause, fällt mir mal gerade so auf, ne? Und ich muss eigentlich muss ich in der Nähe von meinem Haus bleiben, also von meiner Base, weil ja die Bären bald werfen. Da muss ich jetzt echt aufpassen, dass ich nicht zu weit weglaufe, nicht, dass ich die Schwangerschaft dann verpasse. Das wäre richtig ärgerlich, wenn ich das verpasse. Aber eigentlich müssten wir noch Zeit haben. Wir müssten mindestens noch 30 Minuten Zeit haben. Hey, 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 Terrorvögel, kommt mal her. Kommt mal her, ihr headbangenden, lustigen Dinger. Jawoll, die bringen nämlich auch schön Level. Oh, die machen auch gut Schaden. Die Viecher. Ameisen sind auch immer gern gesehen zum Leveln. So, 1600 haben wir jetzt. Wir haben die knappe Hälfte jetzt. Oder eine gute Hälfte. Ne, mehr als die Hälfte. 1500 ist ja die Hälfte von 3000. Also wir haben jetzt über die Hälfte von dem Lebenswert, den wir erreichen wollen. Da drüben ist ein Spino. Komm, den holen wir uns. Oh, Moment, erstmal gucken. Was für ein Level? Level 40. Ja, Level 40 geht auch noch. Kann man machen. Piranhas. Und da kommt der Spino. Komm her. Immer auf die Nase kriegst du jetzt. Es lohnt sich nicht wegzulaufen. Du wirst sterben. Siehst du? Lohnt sich nicht. Kannst du vergessen. Niemand entkommt mir und meiner Bärenarmee. Ihr werdet alle sterben. Juhu. Juhu, die Bärenarmee. Sie kriegt alle. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal in einem großen Bogen zurück zu meiner Base. Oh, da vorne ist ein Bär. Da ganz hinten. Seht ihr den? Was hat er denn für ein Level? Level 20. Warum denn immer so low-levelig hier? Ich brauche große Level, hohe Level brauche ich. Vor allem mal Männchen. Ich brauche endlich mal ein hochleveliges Bärenmännchen noch zusätzlich, mit besseren Werten. Für die Zucht. Sonst ist das blöd. Vor allem ich ahne schon, dass bei den Babys wahrscheinlich nur Weibchen rauskommen werden. Irgendwie habe ich das im Gefühl, dass das nur Weibchen werden. Ich werde dann ein riesiges Namensproblem kriegen. Ja. Das ist halt, ich brauche mehr Bärenmännchen, ich brauche mehr weibliche Zuschauer. Damit ich hier das mit den, Alter, wie viele Brontos. Ein Brontohaufen. Damit ich das mit den Namen noch hinkriege, brauche ich mehr weibliche Zuschauer und mehr männliche Dire-Bären. Damit sich das mal ein bisschen ausgleicht hier. So, kurz Stamina auffüllen. Wie der Bär aber auch immer das Fischfleisch zuerst isst. Fällt euch das mal auf? Der frisst immer das Fischfleisch zuerst. Ich meine, es ist ja in der Realität auch so. In der Realität sind Bären ja Allesfresser, aber gerade die braunen Bären in Alaska, ja, die fressen ja am liebsten den Lachs. Oder in Kanada. Ja, die fressen ja Lachs ganz gerne. Und fressen sich damit ihren Winterspeck an. Ja, und die machen es hier genauso, die Dire-Bären. Die fressen am liebsten das Fischmiet von den Lachsen. Ich habe schon wieder Kompis gehört. Ah ja, da sind sie. Kommt mal her. Ihr seid immer ganz gut, um zu leveln. Komm. Noch jemand? Nee. Da haben wir sie alle. Lasst mich durch. Wow. Aus dem Weg. Wie sie mich blockieren hier alle. Hä? Was habe ich da bekommen? Rockwell? Ach, diese komischen Rezepte. Hast gedacht, das wäre was Tolles. Aber es ist nichts Tolles. Es ist überhaupt nichts Tolles. Ei, ein Sarko. Gar nicht gesehen. Ich dachte, es wäre ein Stein. Ich dachte erst, das wäre ein Stein.
Los, geht tot. Jawohl, da lernt es fliegen. Juhu, juhu, juhu. Da rastet ein Fiomia aus. Ist es eine Schlange da? Nee, ist ein Baum. Es ist... Ja. Ich dachte mal, diese Fiomias, die sich als Bären tarnen. Die mal gerne ein Bär sein möchten, aber... es nicht schaffen. Raptorenhorde. Sterbt. Wie mir immer wieder gesagt wird auch, zähm dir doch mal High-Level-Raptoren und mach was mit denen. Ich frag mich immer, wieso? Wozu? Ich hab doch die... Oh, ein blauer Koel. Guckt euch das mal an. Und dann auch noch so riesig. Ist das geil? Das ist mal ein geiles Vieh. Ah, lol. Wie er wegfliegt. Komm. Stirb, Sarko. Du hast mich dabei gestört, wie ich den blauen Koel beobachtet habe. So geht das nicht. Und die Piranhas hier, die machen wir auch platt. Geben gut Level. Und die Mücken. Ganz wichtig, die Mücken. Stopp. Du auch. Stopp. Im Prinzip kann ich jetzt durch den Sumpf nach Hause gehen eigentlich. Dann kriege ich auch wieder ein bisschen mehr Erfahrungspunkte von den Viechern, die ich töte. Und da kommt auch schon wieder der nächste Kandidat. Die nächsten Kandidaten. Die stehen ja hier richtig Schlange, um zu sterben. Das ist ja der Wahnsinn. Level 80, Sarko. Nicht schlecht. Das lohnt sich doch mal. So, jetzt muss ich mir mal langsam ein bisschen beeilen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich die Geburt der Babybären verpasse. Ja, das darf ich auf gar keinen Fall verpassen, dieses Ereignis. Ich habe ja 3 Bären, die schwanger sind. Und das gibt 3 kleine Teddybären dann. Und wie gesagt, die müssten jetzt... Also jetzt müssten sie so gefühlt bei... Also von der Schwangerschaft her, von der Dauer, müssten sie so gefühlt bei... 3/4 sein ungefähr. Also der Balken müsste jetzt ungefähr bei 3/4 sein. Da müsste noch genug Zeit eigentlich sein, dass ich noch zurücklaufen kann. Aber ich verfranse mich hier gerade schon wieder so heftigst im Dschungel. Das ist echt heftig. Wenn man keinen Orientierungspunkt hat, verläuft man sich so krass schnell. Ich habe auch hier überhaupt keinen Orientierungspunkt gerade. Das ist echt heftig. Ja, komm, stirb. Du hast es dir verdient, zu sterben. Aha. Mücken. So, muss ich jetzt nach links oder rechts? Aua. Ich glaube, nach rechts muss ich eher. Ich sehe auch den grünen Obelisken gerade nicht. Das ist ja immer die beste Orientierungsmöglichkeit, sich an den Obelisken zu orientieren. Aber wenn man die natürlich auch nicht sehen kann, ist das immer so ein bisschen... Ah, ich glaube, hier, genau, hier durch. Hier nach rechts, immer rechts halten. Oh, Stamina ist leer. Das ist gar nicht gut. Und da kommt eine Schlange. Hat die Schlange da den Dilo schlafen gelegt? Guckt mal. Der schläft doch hier im Wasser. Ja. Ha, der hat geschlafen. Die Insekten, die töten wir natürlich. Gibt alles Leben. Boah, da kann ich ja noch ewig skillen hier, bis der Bär mal auf 3000 ist. Auf 3000 Leben. Moment, ich lade mal kurz auf. Stamina. Dann reiten wir schnell zurück, weil die Folge ist ja jetzt auch gleich zu Ende. Und ich will in der Folge nach Möglichkeit nochmal gucken, wie weit die Schwangerschaft ist. Das will ich jetzt noch überprüfen. Wer jetzt nur sehen würde, wo der grüne Obelisk ist, verdammt nochmal. Reite ich überhaupt in die richtige Richtung? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich reite gerade total falsch. Moment, ich muss echt mal den grünen Obelisken sehen. Ich glaube, dass da hinten ist nämlich der rote Obelisk. Ja, das ist der rote Obelisk. Ich laufe die ganze Zeit in die falsche Richtung, ich Blödmann. Ganz klasse. Da kann es ja nichts werden mit der Heimreise. So, wir halten jetzt genau... Oh, aus dem Weg, ihr dicken Geräte. Nein! Oh, wie sie mich verbacken, ich hasse das. Jetzt kommen Schlangen und alles. Ja, komm, jetzt muss ich euch alle töten. Was habt ihr jetzt davon? Müssen wir jetzt hier auch das Paraceratherium töten. So, bam. Siehst du, was passiert, du Paraceratherium, du. Verdammt, jetzt haben wir doch nicht mehr so viel Zeit hier. Komm. Nein, wer läuft mir denn immer im Weg? Wie sie mich alle blockieren wollen.
Weil ich ahne schon, dass ich schon wieder in die falsche Richtung renne. Ich muss mal raus aus dem Dschungel. Dschungeltouren sind echt, sind anstrengend, weil man immer nie so richtig sieht, wo man hinläuft. Ich glaube, hier ist es jetzt halbwegs richtig. Oder auch nicht. Doch, da hinten. Da hinten ist der grüne Obelisk. Alles klar. Los, rennen. Gib Stoff. Stirb, Schlange. Stirb. Stirb einfach. Stoff. Gib Stoff. Wir müssen zurück. Dürfen die Schwangerschaft nicht verpassen. Boah, diese Fiomias, die einen dann wieder im Weg rennen wollen immer, ne? Die warten nur darauf, dass man vorbeiläuft. Dann rennen sie los, um einen zu blockieren. So, wo bin ich jetzt hier eigentlich? Wieso ist da ein Berg? Was ist das für ein Berg? Da hinten ist der grüne Obelisk, da muss ich hin. Ah, ein T-Rex. Warte mal, den können wir gleich mal töten. Na toll, jetzt habe ich wieder keine Stamina und da kommen Ameisen. Sterbt alle. T-Rex, komm mal hier rüber. Und du ladst mal die Stamina auf hier, komm. Schnell. Mach. Und los. Ruf da da. Ich gucke jetzt nicht, was der für ein Level hat. Ich beiß dem einfach kräftig im Popo. Stirb. Geh. Kaputt. Oh, der hat ganz schön hohen Level, kann das sein? Der ist noch nicht mal richtig angeknackst. Ich sehe da zumindest noch nicht so viel. Alter, der macht ganz schön Aua. Der macht richtig Aua. Aber der stirbt, der zieht den kürzeren. Aber danach muss ich den Bären auf jeden Fall hochheilen. Boah. Halbes Leben nur noch hier auf dem Bären. Das wird richtig knapp. Das ist bestimmt Level 100 Rex oder so. Jetzt stirbt doch mal. Das wird sich ja am Ende der Folge noch spannend. Das gibt's ja nicht. Oh, Level 96. Hast du das schon mal gesehen? Das gibt's ja nicht. Aber es hat gut Erfahrungspunkte gebracht auf jeden Fall. Schnell hochheilen. Das mache ich aber offscreen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Survival Evolved. Und dann reite ich so schnell wie möglich zurück und wir gucken mal, wie weit die Schwangerschaft von unseren anderen drei Bären ist. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.